dass ich schon geahnt habe, dass das Publikum hier enorm breit ist. Ich habe kurz mal bei Ihnen rumgefragt, wer denn sozusagen Vorahnung hat. Und da haben wir hier denjenigen mit sehr viel Vorahnung und auch eine ganze Reihe von Interessierten. Und wir haben auch, wie ich aus Vorgesprächen weiß, sehr unterschiedliche Anforderungen. Der eine sagte, du zeigst uns sicherlich, wie das System der digitalen Stadt in Heidelberg in 20 Jahren aussehen wird. Und der andere meint, ich will aber wissen, was die Digitalität für uns mit Big Data Problemen hat. Also auch der Anspruch von Ihnen ist extrem breit. Ich versuche dem zu folgen. Ich kann dem nicht folgen, aber ein bisschen kann ich Ihnen folgen. Wichtig ist, dass das, was auf den Folien steht, wie gesagt, erstens für Sie in der anschaubar ist und zweitens, dass das, was auf den Folien ist, nicht alles gelesen werden muss. Ich werde die wichtigsten Dinge einfach hier sagen und Sie können dann, wenn Sie schneller sind, wenn Sie das wissen, können Sie logischerweise weiterlesen. Das ist selbstverständlich, Sie müssen es aber nicht tun. Fangen wir an. Was ist die Definition der Digitalisierung? Auswirkung der verstärkten Nutzung von Computern und Digitaltechnik. Man nennt das Ganze auch die digitale Transformation. Interessant, dass ich gefunden habe, einer sagt, es ist die dritte technologische Revolution. Die erste wäre die Dampfmaschine gewesen, das kann man sich sehr gut vorstellen oder zumindest nachempfinden. Das zweite wäre die Elektrizität und Petrochemie und das dritte wäre jetzt die digitale, die dritte technische oder technologische Revolution. Was Mobilität ist, wissen Sie, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, Bewegung, also nicht die soziale Mobilität, sondern die Bewegung von Menschen und Gütern zwischen verschiedenen Orten mit einem Verkehrsmittel. Viele sagen auch Verkehr dazu, kann man ja auch sagen, oft ein Synonym. Und wenn ich jetzt über Mobilität und Digitalisierung rede, dann rede ich eigentlich über die Digitalisierung in der oder die Digitalisierung der Mobilität. Die zunehmende Durchdringung des Verkehrs mit Computern und digitaler Technik. Das Ganze hat Potenziale, also Möglichkeiten, und diese Potenziale sind einerseits die Chancen, das andererseits die Risiken. Und ich werde jetzt eine ganze Reihe Chancen, möglich erstmal die Potenziale zeigen, dann was die Chancen sind und dann was die Risiken sind. Und das baut auch ein bisschen auf die Diskussion von gestern Abend. Die Dame hier vorne hatte gestern Abend auch sehr viele grundlegende Fragen gestellt und ich finde auch in dieser Diskussionsreihe werden wir hinterher merken, Digitalisierung hat eine ganze Menge Chancen, kann ganz toll sein, sie kann uns aber ganz schöne Probleme bringen oder hat uns schon gebracht. Das werden wir dann sehen. Alle wollen die Digitalisierung der Mobilität. Das hier ist der VDA, Verband der Automobilindustrie auf seiner Homepage. Initiative Mobilität von morgen. Die Deutsche Bahn ergreift links unten Chancen der Digitalisierung in allen Dimensionen. Der VDV, das ist der Verband der öffentlichen Verkehre, der Verkehrsunternehmen, also Straßenbahnen und Busse sind da meistens organisiert. Links unten machte im letzten November wieder den achten Marketingkongress. Ich entschuldige mich für die schlechte Qualität der Projektion, nicht der Folie. Die Folie ist schon. Das heißt also, auch der VDV macht das. Der VDV und die Deutsche Bahn haben jetzt aufgelegt eine neue Plattform, Mobility Insight. Die soll also die Informationen von Bahn und ÖPNV zusammenfassen. Die Fachleute der SAP, klar, die wollen damit verdienen als digitales Unternehmen. Barbara Flücke und andere haben ein sehr interessantes und dickes Buch geschrieben, Smart Mobility, Trends, Konzepte, Best Practices. Die Parteien der Großen Koalition, in diesem Fall also SPD oder CDU und SPD zusammen, ein Antrag aus dem letzten Jahr, intelligente Mobilität fördern, die Chancen der Digitalisierung für den Verkehrsträger nutzen. Bündnis 90, die Grünen, digitalisiert, Chancen der Digitalisierung nutzen, eine neue Broschüre. Landesregierung für Verkehr, hier das Ministerium für Verkehr und dann das Landesministerium, Winfried Herrmann, der Minister rechts unten, mit einem umfassenden Maßnahmenpaket will das Ministerium durch den Einsatz von moderner Digitaltechnik eine ressourcenschonende, umwelt- und klimafreundliche Mobilität sowie eine höhere Verkehrssicherheit ermöglichen und beschließt ein Budget von 9 Millionen für die Startinitiativen. Der Bitkom-Wettbewerb, darüber hat Klaus Wichmann kurz gesprochen,
Heidelberg ist in der ersten Stufe unter die letzten fünf gekommen. Das sind die letzten fünf. Der Bundessieger wird am 12.06. bekannt gegeben. Und vorher hat der Oberbürgermeister am 31.05. nochmal zu präsentieren. Möglicherweise kommt dann Heidelberg, also ist ja jetzt in der Finalrunde. Und die Stadt, die wird dann sozusagen die digitale Modellstadt Europas ein bisschen hochgegriffen. Aber immerhin werden mehrere 10 Millionen Euro als Investitionen tendenziell bereitgestellt. Tendenziell heißt, darüber wird ja noch verhandelt, aber das ist ja erst der übernächste Schritt. Der nächste Schritt wäre, wenn Heidelberg digitale Stadt in diesem Bitkom-Wettbewerb wäre. Also alle wollen die Digitalisierung der Mobilität. Die Gründe, warum alles wollen, sind ja sehr unterschiedlich, das können Sie sich denken. Die einen, die es anbieten wollen, erst was Geschäfte damit machen, ein kleines oder ein großes, je nachdem, wie sie als Player unterwegs sind. Die anderen wollen es für bestimmte Prozesse nutzen, Anwender wollen es ja auch nutzen, da kommen wir aber noch drauf. Die Potenziale erscheinen riesig, zumindest riesig auf Seiten der Akteure. Das will ich systematischer betrachten. Man könnte das nach den Verkehrsträgern machen. Man könnte es aber auch, und das habe ich mir beschlossen so zu tun, nach Innovationslinien zu machen. Innovationslinien sind hier Navigation, das werde ich gleich durchbuchstabieren in einzelnen Folien. Navigation, Information, Digitalisierung der Fahrzeuge und Infrastruktur, Vernetzung und Integration, Automatisierung, Plattformisierung, das ist ein Begriff, den ich geprägt habe, weil mir so schnell kein besserer einfiel. Wer also einen besseren hat, kann mir nachher sagen. Substituierung von Verkehr durch Digitalisierung. Das kommt jetzt im Einzelnen. Potenziale der Digitalisierung mit Navigation und Information. Das ist das Einfachste und das kennen Sie alle. Es gibt das Smartphone oder das Navi ermittelt via GPS die Standortdaten. Wichtig ist, dass es eventuell eine Rückinformation gibt. Sie können, wenn Sie ein Smartphone haben, ich gehe davon aus, das haben fast alle, das fast, sondern dass vielleicht einer von Ihnen keins hat, Sie können ja offline mit dem Smartphone die GPS-Daten holen und die mit einer Offline-Karte überlagern und wissen dann offline, ohne dass Sie eine Netzverbindung haben, wissen dann, wo Sie sind. Wenn Sie beispielsweise im Heidelberger Wald spazieren gehen, einen neuen Weg nehmen und nicht genau wissen, nehmen Sie den oder den übernächsten, dann locken Sie sich ein in dem Moment, wo keine Bäume sind, also freien Zugang zu den Satelliten und kriegen in einer Minute raus, wo Sie sind und ob dieser Weg rechts oder links sich gabelt. Das ist eine Anwendung, die wir auch beim Wandern, wenn wir dann unbekannte Wege machen. Natürlich bekannt ist die Navigation als Fahrradfahrer oder als sonst was. Also die passive Navigation lautet, Sie holen sich die GPS-Daten, die werden auf dem Smartphone oder im Navigationsgerät überlagert mit den Kartendaten und zeigen ihm auf dem Handy oder sonst wo, zeigen Sie, wo Sie sind. Die können dann auch den Weg aufzeichnen, Länge, Geschwindigkeit, Höhenprofile und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer solche Dinge hat, der hat auch, weiß auch, dass es ganz viele Apps gibt für Fußgänger, Radfahrer, Mountainbiker, motorisierte Verkehrsteilnehmer. Es gibt auch die aktive Navigation. Da sendet das Gerät, das Telefon gleichzeitig über den Rückkanal sendet es seine Standortinformationen und holt sich gleichzeitig die aktive Information. Das ist bei Routenplanern, wenn zum Beispiel plötzlich ein Stau auftritt, dann sehen Sie bei den modernen Routenplanern, sehen Sie, dass dann zwischen Heidelberg und Mannheim jetzt im Moment sich ein Stau gebildet hat und das Gerät, wenn es dann online ist, schlägt Ihnen dann eventuell eine alternative Route vor. Das lebt davon, dass die Rückinformationen der vielen Nutzer sagen, jetzt fährt das Fahrzeug langsamer und damit natürlich kann es berechnen, dass da eventuell ein Stau oder sonst irgendwas ist. Das ist die aktive Navigation. Bussen, Bahnen, LKW. Der DB-Navigator wäre nicht möglich, wenn gleichzeitig, oder die Busverbindung wäre nicht möglich, wenn gleichzeitig die nicht melden würden, ein bestimmter Bus meldet, aha, ich bin da und da, habe so und so viele Minuten Verspätung und die Verspätung wird dann best case an der Haltestelle angezeigt. Das kann man natürlich kombinieren, indem man dann zum Beispiel mehrere Verkehrsströme, das zeige ich nachher, glaube ich, in den Anwendungen, oder weiß ich nicht. Es gibt auch Anwendungen, die ganzen Sachen von Bikesharing und so weiter, da will ich gleich eine Folie zeigen, die leben davon, dass man zeigt, wo die Fahrräder sind. Das hat mein Sohn gestern Mittag in Berlin als Screenshot gemacht
Links Call a Bike, das heißt also, er wohnt in Kreuzberg, das sieht der Kenner von Berlin, sieht das. Das sind die ganzen Fahrräder, die im Moment um Kreuzberg herum verfügbar sind, mit dem System Call a Bike. Ich habe draufgeschrieben, 50 Cent die halbe Stunde kostet das. Wenn man zurückgibt an diesen grau oder dunklen Stellen, dann kostet es gar nichts, weil das die offiziellen Stellen sind. Die anderen stehen sozusagen wild im Stadtverkehr. Das so sehen die aus, die Heidelberger haben das ja auch. Bloß war das in Berlin die Menge ist schon eindrucksvoll. Und rechts, das ist das neue System mit Motorscootern, Pup genannt, von Bosch initialisiert. Motorscooter, die elektrisch sind, und was mich beeindruckt hat, ist, dass nachts, dass die über die Rückmeldung erfassen können, wie viel Batterie, also wie die Kapazität der Batterie noch ist. Das heißt, die lassen nachts einen LKW fahren, der dann, wenn der Scooter eine gewisse Batteriekapazität unterschritten hat, mit einer Wechselbatterie kommt, die reinhängen, und dann fahren sie mit der anderen weiter und laden diese Batterie an einer Zentrale. Denn das große Problem der Elektro-Pkw, wenn sie im Carsharing-Bereich sind, ist folgendes, das habe ich gerade neulich gelesen, dass die Verteiler damit sehr unzufrieden sind, dass die Fahrzeuge hingestellt werden, halb leer oder noch weniger leer, man keine Lademöglichkeit dort hat, die nicht angeschlossen sind und kein Kunde die natürlich haben will, wenn nur noch ein Drittel die Batterie voll ist. Das heißt, die müssen worst case abgeschleppt werden. Das ist natürlich sowohl vom Aufwand her wie ökologisch furchtbar. Das heißt, also da müssen noch Systeme gefunden werden, dass bei den Elektrofahrzeugen, die im Verleihsystem sind, dass da das Thema Aufladung garantiert wird. Nächster. So, wir haben es wieder. Nächster Punkt, die Digitalisierung der Fahrzeuge und der Infrastruktur. Bei den Fahrzeugen werden heute schon alle möglichen Parameter erfasst. Sie dienen der Suche von Fehlern, sie dienen der Optimierung von Technik und Fahrweise. Und ich habe dazu geschrieben, das Smiley fehlte mir, natürlich auch alle außerhalb der Grenzwertzyklen, wie Sie spätestens seit dem VW-Skandal wissen. Also Fahrzeuge werden heutzutage total elektronisch nicht nur erfasst, sondern auch gesteuert. Die Assistenzsysteme. Es gibt in Wikipedia unter dem Stichwort Assistenzsysteme 50 verschiedene Systeme. Ich wusste, dass es sehr viel gibt, aber dass es 50 verschiedene schon gibt. Da sind überall Sensoren in den Autos. ESP, das Programm kennen Sie, ABS kennen Sie auch noch. Dann aber ist überall Ultraschallkamera, das ist nicht in jedem Fahrzeug gleich eingebaut, logisch. Einparkhilfe, Abstandwarner, Notbremssystem, Radar, also Radiowellen, Lidar, Laserwellen, Totwinkelüberwachung, Abstandsregelung und so weiter. Das heißt, die Fahrzeuge heutzutage haben extrem viel Elektronik eingebaut, die best case zur Sicherheit der Fahrzeuge dient. Infotainment-Systeme. Infotainment ist dieses Kunstwort aus Radio und Navigation, Telefon und Assistenz, Information und Entertainment. Diese ganzen Sachen, die haben meistens ein Hauptdisplay. Manche, die modernen Fahrzeuge, haben ein sogenanntes Head-Up-Display. Das heißt also, oben in die Windschutzscheibe wird etwas eingeblendet, Informationen. Ganz neue können jetzt mittlerweile mit Sprachbefehlen gesteuert werden oder mit Gesten. Die Infrastruktur, das ist ein so bekanntes Ding, dass ich dem noch nur zwei Zeilen gewidmet habe. Induktionsstreifen. Die Verkehrsströme, die Geschwindigkeiten, die Art der Verkehre durch den Achsenabstand, die Art der Verkehre erfassen, eine Fahrzeugerkennung, das ist für die Maut gut oder auch schlecht, und die Steuerbarkeit von Ampeln. Das sind so typische Dinge, die in der Infrastruktur jetzt heute bereits digitalisiert sind und zunehmend digitalisiert werden. Dritter Punkt, Vernetzung und Integration. Alles, wie gesagt, Potenziale, ich werde auch gleich zeigen, praktisch überwiegend realisiert. Austausch der Daten und der Bewegungsströme zwischen den Verkehrsteilnehmern. Zum einen intramodal, das heißt also innerhalb eines Systems. Wenn der Pkw mit dem Pkw kommuniziert, Connected Driving, Car to Car oder C2C, also C2C genannt. Die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur. Sie können sich denken, wenn ich diese ganzen Dinge mache, dann habe ich den Verkehr ja mit einer gewissen Rechnerkapazität in totaler Echtzeit erfasst. Alle Verkehrsströme einer Stadt lassen sich beispielsweise, wenn die Teilnehmer alle daran teilnehmen, die Verkehrsteilnehmer, lassen sich sozusagen online in dem Moment abbilden. Sie lassen Vorhersagen zu, wo der günstigste Weg ist.
lassen Vorhersagen zu, wo unter welchen Aspekten das meinetwegen unter Schadstoffemissionen vermieden werden soll. Sie lassen auch später, sehen wir, auch Mitfahrgelegenheiten und sowas zu. Also das ist sicherlich möglich. Ich weiß nicht, ob es schon eine Stadt gibt, wo alle Fahrzeuge daran teilnehmen, aber prinzipiell könnten alle daran teilnehmen, dann wäre das möglich. Die Echtzeiterfassung aller Fahrzeuge auch untereinander. Das Ganze intermodal, das heißt Verkehrsträger übergreifend, Planung, Buchung, Zugang. Wenn ich also genau weiß, ich will eine Reise von A nach B machen, gebe A ein, wo ich bin, und gebe B ein, meinetwegen nach Hanschusheim Nord oder sonst was, dann sagt er mir Best Case, das ist jetzt mit dem öffentlichen Verkehr, das ist der Fußweg, das wäre, wenn Sie ein Fahrrad dort unten mieten würden. Und die dritte Möglichkeit wäre, das wäre die Straßenbahn oder falls es da hinten in dem Moment noch einen Bus gibt mit Umsteigemöglichkeiten. Das sagt er mir in Echtzeit und falls sich einer der Busse dazwischen verspätet, ich den Anschluss nicht bekäme, würde dann automatisch das aktualisieren. Also das sind Möglichkeiten, die heute schon realisiert sind, nicht in jeder Stadt, nicht in jedem Umfang, aber prinzipiell. Der vierte Punkt ist der komplexeste und sozusagen das Ganze auf die Spitze getrieben. Automatisierung der Mobilität über das Zusammenspiel und die Erweiterung aller zuvor genannten Innovationslinien. Wenn ich also das Fahrzeug elektronisch vernetze, besser gesagt digital vernetze, untereinander die entsprechenden Sensoren habe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit mit der Erkennung der Umgebung, das kommt dazu, mit der Erkennung der Umgebung praktisch das Fahrzeug automatisiert fahren zu lassen. Es gibt die Stufen, die leider sind furchtbar viele Begriffe, ist mir jetzt wieder klar geworden in Englisch, aber es ist anscheinend so, dass die Wissenschaft über die Digitalität sich so vereinheitlicht hat, dass man auch Driver Only in Deutschland sagt. Wir wissen schon, wie es Deutsch heißt, aber es heißt halt überall so Driver Only. Das zweite Stufe wäre assistiert, das dritte wäre teilautomatisiert, hochautomatisiert, vollautomatisiert bzw. voll ohne Fahrer. Das wäre die nächste Stufe, die da gar nicht ist. Also ohne Mensch, der an Bord ist. Das autonome Fahren, die Zeit hat neulich das Auto-Auto genannt, fand ich ganz netten Begriff, bedarf der vollständigen aktuellen Information über alle Verkehrsteilnehmer und über die komplette Erfassung und Verarbeitung des Umfeldes. Das gibt es schon in Testreihen. Seit 10 Jahren ungefähr sind die ersten Versuche, dass Fahrzeuge zuerst in der Wüste in Kalifornien, dann natürlich zunehmend in künstlichen Städten, dass die Wettbewerbe machen, wer wie lange fährt. Und wenn das erste Mal von den Teilnehmern keiner ans Ziel war, war es im Jahr vorgerannt immerhin schon die Hälfte. Das heißt also, das automatische Fahren ohne Eingriff des Fahrers ist in der Testphase voll da. Mit Konvoifahren von LKW und PKW macht man schon länger rum. Konvoifahren heißt einfach, dass die Fahrzeuge eng hintereinander fahren können. Wenn der vierte LKW weiß, dass der erste bremst, und das weiß er ja, weil die ja miteinander versetzt sind, kann der vierte gleichzeitig natürlich mitbremsen. Das wird ja elektronisch geregelt. Mit dem Vorteil, dass dieser berühmte Mindestabstand auf den Autobahnen nicht eingehalten werden muss, mit dem nächsten Vorteil, dass der sozusagen im Windschatten fahren kann. Und wer Fahrrad gefahren ist, weiß, dass Windschattenfahren natürlich die beste Form der Energieeinsparung ist für denjenigen, der hinten dran fährt, nicht den ersten. Und demzufolge ist also Konvoifahren im Prinzip unwahrscheinlich energetisch, unwahrscheinlich günstig. Die automatisierte Personentransportsysteme werden teilweise eingesetzt, nennt man People Mover, an Flughäfen international wird es bereits gemacht, oder Personal Rapid Transit, das sind kleine, selbstfahrende Kabinen mit eigener Fahrtrasse und Elektromotor oder Batterie. Und Batterie. Dass das Ganze intensiv beforscht wird, entwickelt wird von großen Softwarekonzernen, haben Sie schon lang genug in den Zeitungen gelesen. Die Player sind, das kommt später nochmal gerade, oder die Treiber von dem Ganzen, sind die Softwarekonzerne, Google, Apple vor allen Dingen, die ja erstens über die Daten bereits jetzt eine große Informationsbreite haben, die über eine Verfügung haben über die Daten und gleichzeitig natürlich sehen, dass sie das Know-how haben.
Und wenn man vergleicht, wie komplex es ist, ein Auto selbst fahren zu machen, dann hängt da das größte Wissen in der Elektronik und in der ganzen Steuerung. Es hängt nicht mehr in der Elektromotor und nicht mehr in der Batterie. Das weiß die deutsche Automobilindustrie, die konventionell unterwegs ist. Deswegen ist es hinter den Kulissen richtiger Kampf, auch in den Konzernen, wie schnell die Konzerne umswitchen müssen, umswitchen wollen, umswitchen dürfen. Denn sie verlassen ja logischerweise mit der Elektromobilität ihr herkömmliches Know-how. Ich habe neulich gelesen, dass ungefähr der Faktor 50 an beweglichen Teilen zwischen einem konventionellen Motor und zwischen einem Elektromotor ist. Also 50 mal mehr bewegliche Teile hat der konventionelle Motor im Vergleich zum Elektromotor. Das gleicht sich hinterher ein bisschen auf, weil das Batteriemanagement und so weiter auch wieder eine ganze Menge Teile hat. Aber grundsätzlich heißt es, das sind ja ganz andere Ansprüche an Industrien, die da realisiert werden müssen, um ein Elektroauto im Vergleich zu einem konventionellen Auto, also Ottomotor, Dieselmotor, auf den Markt zu bringen und zu betreiben. Das heißt, die Softwarekonzerne können sich relativ einfach, ich sage jetzt die Batterie in China, den Antrieb bei Bosch kaufen und das Auto zusammenschustern, relativ einfach, und haben aber die Software, und das ist ihr Kerngeschäft, während die etablierten Automobilisten, die auch ihr Kerngeschäft verlassen müssen zugunsten des Elektroautos, dann zusätzlich das große Problem haben, dass sie von der Software und der Beeinflussung relativ wenig Ahnung bisher haben. Das zeigt also, dass Google und Apple extrem weit sind. Mit Tesla noch dazu haben wir drei Konzerne, die nicht aus dem bisherigen Automobilgeschäft kommen und hier in diesen Markt drängen. Ein Vorgriff, ich bringe das später nochmal ganz kurz auf eine andere Folie, aber jetzt haben wir es gesagt. Die Plattformisierung der Mobilität, das fiel mir noch, als ich gestern den Vortrag von Herrn Keil hörte, einige von Ihnen waren ja da, fiel mir das noch ein. Airbnb, das war das Beispiel von ihm, Airbnb ist der weltweit größte Vermittler von Übernachtung, hat aber kein einziges Zimmer. Alibaba, das haben viele vielleicht von Ihnen schon gehört, ist einer der größten Händler, meistens im Kleinbusiness, ohne eigene Waren. Uber ist der größte Taxidienst der Welt, ohne irgendeinen Pkw. Das heißt also, es gibt mittlerweile Geschäftsmodelle, die weltweit sehr erfolgreich sind, zumindest Airbnb und Uber sind erfolgreich, nee, Alibaba ebenfalls, habe ich gelesen, also die erfolgreich sind, ohne selbst die Hardware oder das zu besitzen, sondern einfach handeln oder auf einer Plattform vermitteln. Und da gibt es drei unterschiedliche Ansätze. Man bietet an, den Zugang zu Fahrzeugen. Das heißt, ich gebe mein Privatauto einfach an irgendeinen anderen. Da gibt es schon neue Autovermieter, da gibt es schon bestimmte Plattformen, eine ist von Opel gemacht, aber die anderen heißen und so weiter, die Namen können Sie lesen. Die zweite Möglichkeit, ich biete an, einen Zugang zu Fahrzeugen. Die Privatperson bietet an, es fährt von A nach B und nimmt hier jemand mit. Das ist im Prinzip Uber oder BlaBlaCar aus Spanien und so weiter und so fort. Das ist die Form der Sammeltaxis. Es wird jemand mitgenommen. Dass das natürlich im Prinzip verkehrssparend sein könnte, wenn die Leute nicht gondeln in der Gegend, um dann sozusagen damit ihr Geschäft zu machen, wenn das verkehrssparend sein könnte, das ist ja trivial, brauchen wir gar nicht erwähnen. Oder der Zugang zu den besten Routen, das wäre die dritte Form der Plattform. Meine Verkehrsdaten, die ich online zur Verfügung stelle, über das Navigationsgerät oder über das Smartphone, die helfen anderen, den besten Weg zu finden. Neue Verkehrsguides genannt. Also es gibt Potenziale mit der Digitalisierung der Mobilität, die sich darüber äußern oder artikulieren, dass es Plattformen gibt, die daraus ein kleines Geschäft vielleicht machen. Meistens läuft das Geschäft der Bewerbung oder bei Airbnb, okay, da laufen ja auch Geldströme und ich vermute auch, dass bei Uber, dadurch, dass ja bezahlt wird, Uber da eine Provision vielleicht im Bereich von 10% oder 15% kriegt, wie es in den Bereichen ja üblich ist. Das wäre eins, da hat ein MIT-Projekt gezeigt, das hat 150 Millionen Taxifahrten ausgesucht oder besser gesagt ausgewertet. 80% aller Taxifahren könnten mitteilen, jemand mitnehmen, wenn die Reisenden einen Umweg von maximal 3 Minuten akzeptieren würden. Dann würde tatsächlich 40% der Fahrten einsparen. Gut, das mag ein Extrembeispiel sein, aber es ist schon ein Wort. 40% der Fahrten werden vermieden dadurch, dass Leute andere Leute mitnehmen.
Und schließlich, das wurde schon immer gesagt und der Effekt ist problematisch zu quantifizieren, das letzte von den Potenzialen, Substituierung von Verkehr durch die Digitalisierung. Telearbeit kann die Arbeitswege vermindern, logisch. Telebanking, Teleshopping, wer das macht, geht nicht zur Bank und geht nicht ins Geschäft. Videokommunikation für berufliche Konferenzen oder private Kommunikation, Telemedizin, Versorgung im ländlichen Raum, Spezialisten können hinzugezogen werden und der Hausarzt muss eventuell nicht den Hausbesuch machen und kann vielleicht eine Erstdiagnose über den Computer, über das Video oder sonst was machen. Weitere Beispiele, Psychotherapie gibt es Ansätze, Telelernen ist jedem bekannt, der heutzutage an der Universität ist, sehr viele Vorträge, sehr viele Vorlesungen werden direkt übertragen, Fernuniversitäten sind bekannt und sogar Cybertourismus, also dass Leute sich tatsächlich, habe ich zum ersten Mal jetzt gelesen, die fahren nicht an die Côte d'Azur, sondern laden sich irgendwas runter, was Côte d'Azur ähnlich ist. Halte ich nicht für so prickelnd, aber okay, es sollte das gehen. Ja, Andreas, Côte d'Azur ist kein schlechtes Beispiel. Fazit 1. Die Digitalisierung ist weit vorangeschritten. Sie hat den Bereich der Mobilität zunehmend durchdrungen. Wir haben es meistens gar nicht gemerkt. Oder wir wollten es nicht merken, wir waren damit einverstanden und eben beobachten täglich neue Bereiche. Weil wir hier in Heidelberg sind und diesen jetzt den Überblick haben, will ich 4 Folien zeigen, die von Herrn Gieler kommen. Er sitzt da und er kontrolliert, ob sie wirklich auch schön referenziert sind. Scherz beiseite. Das hat er vorgestellt im Februar beim digitalen Forum, den Beginn also dieser internen Kampagne für diesen Bitkom-Wettbewerb. Jetzt ist die Übersicht und das kommt gleich nochmal in den Folien. Smart Mobility in Heidelberg. Das ein bestehendes Parkleitsystem zeigt die verfügbaren Parkplätze in Parkhäusern an. Das soll verbessert werden. Art und Kosten der Parkraumbewirtschaftung, Straßenraum soll zukünftig angezeigt werden. Man bucht einen Parkplatz online, lässt sich dorthin navigieren. ÖV auch. Das ist beabsichtigt, ich vermute noch nicht umgesetzt. Genau. Was umgesetzt ist, ist allerdings Parken von den Stadtwerken. Das gibt es ja seit wenigen Monaten online zu haben. Wer also ein Parkhaus der Stadtwerke, ich glaube, das sind 5 in Heidelberg, hat, wer das besuchen will, kann sich über diese App, also nicht alle Heidelberger Parkhäuser, gehören Stadtwerken, ja? Ich schätze 5. Also zum Beispiel das an der Bergbahn gehört dem Stadtwerk, wird von denen betrieben. Wer also ein Parkhaus der Stadtwerke Heidelberg ansteuern möchte, geht über die App, schaut an, ob es frei ist und kann sogar einen Parkplatz buchen und das Ganze wird elektronisch auch abgebucht. Geht also heute schon, ist schon realisiert. Smart Mobility in Heidelberg, Matt Schreider, eine App made in Heidelberg. Diese App ist jetzt gerade erst in der Entwicklung. Und aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wird gerade erst praktisch propagiert. Das ist praktisch eine App, die Mitfahrgelegenheiten anbietet. Die versucht, Leute eines bestimmten Raumes zu vermitteln, dass die also untereinander zu vernetzen, dass die wissen, aha, ich bin von da nach da, da fährt der Kollege XY, den ich bisher noch nicht kannte, jeden Tag diese Strecke oder einmal diese Strecke. Das ist also eine App, die hier in Heidelberg entwickelt wurde und jetzt allmählich in der ersten Phase ist. Smart Mobility, Next Bike Carsharing, das mit den Fahrrädern kennen Sie in Heidelberg, Carsharing in Heidelberg kennen Sie auch, brauchen wir nicht zu vertiefen. E-Tarif, das ist auch relativ neu. Der Verkehrsverbund bietet ja jetzt einen Tarif über eine App an hier in Heidelberg, die Sie runterladen können. Sie heißt VRN E-Tarif, die App, bietet die an. Sie können also mit dieser App in den Bus einsteigen. Die wird dann ausgelöst und die rechnet, und das ist das Neuartige, die rechnet nicht die Entfernung, die der Bus fährt, ab, sondern die Luftlinie. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel von der Weststadt über den Bismarckplatz an den Bahnhof fahren, was manchmal möglich sein mag, normalerweise fährt man vielleicht doch direkt über den Römerkreis, dann würde die direkt von der Weststadt dort an den Bahnhof diese Luftlinienentfernung abbrechen. Was natürlich günstiger ist, als wenn Sie außenrum den normalen Gesamttarif zahlen. Die ist jetzt seit Januar nutzbar. Die Nutzer sind noch nicht so ganz glücklich. Ich habe mir nochmal die Kommentare angeschaut. Aber sowas wird und sowas passiert und wird besser. Multimodalität aus einer Hand, die Vision.
Herr Gieler, da haben Sie viel vor mit Ihrem Amt. Die Vision ist klar, dass diese ganzen Wege zumindest vernetzt werden, wenn die Person es will. Es wird angeboten. Das ist die Vision. Damit wird natürlich der öffentliche Verkehr attraktiver, das gemeinschaftliche Nutzen von Autos wird attraktiver, immer mit dem Ziel, Verkehr einzusparen und damit Energieverbrauch, Emissionen und Schadstoffe. City-Logistik per Lastenrad, das wird sicherlich demnächst kommen, dürfte nicht so problematisch sein und ist angedacht, vermutlich, oder? Also wir haben die ersten Gespräche geführt und wir müssen jetzt gucken, wie es weitergeht. Wir haben ja parallel dazu ein Konzept oder eine Konzeption des Verkehrsbundes in der Altstadt und da kann man das vielleicht gut verknüpfen und wir sind schon... Also Lastenfahrräder können eine ganze Menge transportieren und wir sehen es ja auch, dass Fahrradkurier in Heidelberg oft unterwegs sind. Die sind schnell und nicht immer verkehrsgerecht, aber zumindest schnell. Das heißt also, mit den Lastenrädern wird man nicht so schnell fahren können, wird aber gut transportieren können. 1200 Pakete jeden Tag in der Altstadt. 1200, nur in der Altstadt. Nur in der Altstadt. Und das wird zunehmen, kommt in einer anderen Folie später noch auf. Autonomes Shuttle zum Anfassen. Das ist das, was Heidelberg plant. Die Idee, so ein Shuttle-Fahrzeug in der Innenstadt an sichtbarer Stelle zu machen, Schaufenstereffekt von Heidelberg, um das zu testen, in der Gesellschaft die Reaktion zu erfahren. Autonom fahrende Busse könnten später eingesetzt werden an bestimmten Orten. Und ich denke, dieses ganze autonome Fahren wird erst in kleinen Bereichen stattfinden und dann anschließend sich in dem Maße, in dem Erfahrungen gesammelt werden, in dem das Publikum es will, in dem das Geschäftsmodell sich rentiert, in dem Maße wird es voranschreiten. Das war Heidelberg. Mein Zwischenfazit: Die bisherige Digitalisierung hat die Mobilität tief durchdrungen. Sie wird vom Bürgerkonsumenten als hilfreich empfunden, teilweise sogar erwartet. Er kauft die technischen Geräte, installiert die ab und ich sage mit großer Freude, der Nutzer ist stolz, nämlich an dieser Entwicklung teilzuhaben. Sein Pkw hat die entsprechenden Ausstattungen, der ICE hat den WLAN-Anschluss, sein Smartphone gilt als Statussymbol. Das sind Entwicklungen, die wir alle mitgemacht haben und auch unkritisch mitgemacht haben. Er stört sich anscheinend nicht oder selten an dem riesigen ökonomischen Erfolg von Apple, Google oder wie sie heißen. Die Firmen sehen neue Geschäftsfelder, investieren riesige Summen in die vernetzte und zunehmend autonome Automobilität. Und die deutsche Politik hilft. Altmaier sagte am Wochenende auf dem Maimarkt, die mit der weltweiten digitalen Revolution verbundenen Innovationen kommen, da sollten wir dabei sein. Was sind die Potenziale und Chancen? Jetzt merken Sie, ich gehe von den Potenzialen auf den Chancen und von den Chancen dann auf die Risiken. Die Digitalisierung der Mobilität bringt höheren Komfort, mehr Sicherheit im Verkehr, höhere Auslastung und so weiter. Also ist attraktiver. Sie kann mit weiteren Assistenz, das sind die Chancen. Da die Kritik kommt dann anschließend, wenn Sie jetzt im Kopf schon sagen, ach, der Partner, ja, das kommt schon. Sie kann mit weiteren Assistenzsystemen die Sicherheit steigern. Sie kann über einfachere Benutzungs- und Bezahlsysteme die Sharing-Systeme verbessern und Ressourcenschadstoffe Platz einsparen. Zunehmend selbstfahrende Systeme bieten mehr Flexibilität. Sie erweitern das so en passant, wir sind eine alternde Gesellschaft, Japan macht uns das vor, sowohl mit dem Altern wie auch mit der Mobilität. Sie erweitern den Aktionsratus älter behinderter Menschen. Also gerade, das wurde gestern Abend nochmal deutlich, die japanische IT-Wirtschaft ist wegen der sehr starken Alterspyramide, China wird es demnächst treffen, ist ganz stark interessiert, dass ältere Menschen noch teilhaben können und das steht bei denen sehr im Fokus. Also, die Zukunft ist digital und rosig und das zum ökologischen und sozialen Nulltarif. Ausrufezeichen, nein, Fragezeichen. Denn das möchte ich jetzt sagen. Werden alle Versprechen erfüllt? Bevor ich das sage, nehme ich einen kleinen Schluck. Ich habe die Möglichkeit. Wir haben gleich ganz viele Möglichkeiten zu diskutieren, dann kommen Sie aus dem raus. Die Mobilität wird sicher, die Sicherheit, das ist das erste Versprechen und das stimmt. Eindeutig.
Natürlich gibt es einige Assistenzsysteme, das sagen die Leute, ja, wer ein ABS hat und ESP hat, der geht besser in die Kurven rein, weil das Auto nicht mehr ausbricht und reizt das aus. War mal am Anfang, heute nicht mehr und insgesamt ist ein richtig hoher Rückgang der Getöteten im Straßenverkehr festzustellen. Weil das nicht bei jedem angekommen ist, habe ich das da unten nochmal reingeschrieben. Im Jahr 2016 hatten wir dreimal so viel Fahrleistung in Deutschland wie 1970. Dreimal so viel. Jetzt. Wir hatten aber nur, jetzt kommt es, 3000 in Anführungszeichen, nur 3300 Verkehrstote im Vergleich zu 21.000 im Jahr 1970. Das heißt also insgesamt ist das ein Faktor 20, der sich hier in dieser ganzen Sache widerspiegelt. Bezogen auf die Fahrleistung haben wir nur, wie gesagt, jeder Tod ist zu viel, wissen wir, aber wenn wir was mal statistisch gesehen, nur ein 20. Dazu ist natürlich nicht die Digitalisierung alleine schon logisch. Das ist ja klar. Da sind die ganzen Rettungssysteme und so weiter und so fort, der Ausbau der Straßen, bla bla bla. Die passive Sicherheit, der Airbag und so weiter und so fort. Aber die Fahrzeuge insgesamt sind deutlich besser geworden. Sie sind durch die Elektronisierung, die Digitalisierung deutlich vernünftiger geworden. Sie haben ein adaptives Fahrlicht in der Kurve, dass man besser sieht, dass man besser gesehen wird. Die Bremsen sind oben, das ist Ihnen ja aufgefallen, seit einiger Zeit müssen die Bremsen auch oben sein, damit weit hinten gesehen wird, wenn vorne einer bremst und so weiter und so fort. Das heißt, eine Unzahl von Technik ist in alle Verkehrsträger, ich habe es mir jetzt schon vom PKW gesagt, eingezogen und die Zahl der Toten, dieses Thema, die Mobilität wird sicherer, ist erfüllt und wenn man sich im Jahresverlauf anschaut und ein bisschen so die Klimaschwankungen, Motorräder sind leider noch diejenigen, die ich sage nicht aus eigenem Verschulden, aber ich denke es mir oft, aber öfter mal dran glauben müssen. Also das zeigt sich leider in der Statistik, ob es ein schönes Frühjahr war oder nicht, zeigt sich leider so oder bei den jungen Leuten. Es gibt Potenzial zur weiteren Vermeidung, ganz klar. Wenn Sie automatisch in den Fahrzeugen bei Gefahrenstellen die Geschwindigkeit begrenzen, würde das schon helfen. Es gibt eine ganze Reihe von Rasestrecken bei uns im Odenwald. Wenn da begrenzt würde, würde das helfen. Wenn automatisch gewarnt würde, das kommt sicherlich demnächst, wenn einer abbiegt und sich in dem berühmten toten Winkel ein anderer Verkehrsteilnehmer, also Fahrradfahrer oder Fußgänger, hält, dann könnte natürlich auch die Elektronik wunderbar sein. Oder wie oft wird eine Tür aufgemacht und Sie als Fahrradfahrer kommen gerade im letzten Moment vorbei oder manchmal auch nicht. Das heißt, Autotüren können ja den Sensor auch so haben, dass sie in dem Moment erkennen, da bewegt sich was, also wird die Tür in dem Moment geblockt und geht nicht weiter. Also da ist eine Unzahl von Dingen unterwegs, schließlich die berühmte Alkoholerkennung, dass das Auto einfach nicht angeht, wenn ein bestimmter Alkoholgehalt überhaupt ein bisschen in der Luft sich bemerkbar macht. Das sind Sachen, die auch nicht immer die Akzeptanz treffen werden, aber Dinge, die möglich sind bzw. bedacht werden und viel, 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 viel mehr. Was aber heute schon gemacht wird, es gibt Telematiktarife. Junge Menschen haben ja aus guten oder schlechten Gründen, besser gesagt, einen höheren Kfz-Versicherungstarif. Schlechte Gründe, weil logischerweise die Unfallrate besonders hoch ist. Bis zu 30% bieten fast alle Versicherungen mittlerweile an, wenn man sich eine kleine Box, sprich App, noch einbauen lässt und seinen Fahrstil aufzeichnet. Das heißt, man muss nicht langsam fahren, aber man muss angepasst fahren. Wer also besonders häufig eine Vollbremsung macht oder besonders schlecht in der Kurve ist oder sonst was, das kann man teilweise erfassen, oder besonders viel nachts fährt, der kriegt, weil er ein statistisch höheres Risiko für einen Unfall hat, eben diese Prämieneinsparungen nicht. Aber grundsätzlich kriegt der sie, der sich an diese Vorgaben im positiven Sinne hält. Die Vorgaben sind nicht so, schleiche durch die Stadt, sondern fahre vorausschauend. Und wenn das Menschen bis zum Alter von 30 so mal gelernt haben, dann haben sie es vielleicht drin und beherzigen im sonstigen Verkehr später auch. Das ist die Hoffnung. Auf jeden Fall für die Versicherung ist das wert, jetzt solche Prämieneinsparungen anzubieten. Telematiktarife mögen Sie genauso wenig sich informiert haben dafür, wie ich bisher auch. Liegt vielleicht auch am Alter. Das zweite Versprechen. Die digitalisierte Mobilität hat einen geringeren Energieverbrauch oder bringt einen geringeren Energieverbrauch und geringere Emissionen mit sich. Wird ein bisschen schwer, Sie können nachfragen, ich sage aber das Wichtige. Wenn ein fossiles, also ein Otto- oder ein Dieselmotor durch ein Elektrofahrzeug ersetzt wird, stimmt das in aller Regel. Bumm.
vorausgesetzt, es wird regenerativer Strom getankt und nicht gerade der vom Kohlekraftwerk nebendran. Das Zweite, das stimmt ebenfalls, wenn der Fuß- und Radverkehr in seiner Attraktivität zunimmt. Stimmt das auch? Es stimmt auch dann, wenn zum Beispiel der öffentliche Verkehr statt des Pkw-Verkehr genutzt wird. Dann stimmt es. Es stimmt aber nicht, wenn zum Beispiel zusätzliche Fahrzeuge in den Markt kommen, die wenig genutzt werden. Dann ist der Aufwand, um die herzustellen und zu entsorgen, rezyklieren und so weiter und so fort, natürlich in Rechnung zu stellen. Oder wenn Fahrzeuge attraktiv sind und dadurch die Leute weniger Fahrrad fahren oder weniger öffentlicher fahren, stattdessen mit ihrem kleinen Elektroautochen, selbst wenn es kleines braucht, es Energie in der Gegend rumkurven und so weiter und so fort. Also es gibt da bestimmte Dinge, wo es nicht stimmt und es stirbt abgeschwächt, wenn der hohe Aufwand der Rechner- und Serverstruktur einkalkuliert wird. Als ich für diesen Vortrag ein bisschen genauer recherchiert habe, dachte ich, das sei ein Riesenbrocken. Es ist auf den Einzelnen betrachtet ein ganz kleiner Brocken. Es ist auf die Menge der Nutzer betrachtet ein großer Brocken. Sprich, wenn also 1 Milliarde Abfragen von Google meinetwegen pro Stunde sind, ich weiß nicht wie groß, aber irgendwo in der Ecke ist die Zahl. Erinnern Sie sich noch an gestern? Das hat er, glaube ich, gezeigt auf der Folie. Ich weiß auch nicht. Also es waren jedenfalls enorm große Zahlen. Wenn natürlich 1 Million Google-Abfragen pro Minute sind, oder pro Stunde sind, dann sind das riesige Mengen. Ansonsten ist eine Google-Abfrage, wenn man sie umlegt auf die ganzen Serverstrukturen, mit einer Wattstunde, Watt, nicht Kilowatt, und eine Kilowattstunde kostet 30 Cent. Also eine Wattstunde, ein Tausendstel davon belegt. Das sind also schon wirklich Peanuts. Man unterschätzt das, für den Einzelnen ist es nichts. Insgesamt auch nicht. Bei der Gelegenheit zücke ich gerne mein Smartphone. Das ist kein iPhone, wieder gestern. Für den gab es gestern nur iPhones. Der hat nie das Wort Smartphone benutzt. Egal, zücke ich gerne mein Smartphone und frage in die Runde. Wer glaubt, wenn dieses Smartphone, das ist hier eins, wenn das täglich aufgeladen wird, ein ganzes Jahr lang, wie viel Strom das zieht? Wer hat so ein Gefühl dafür? Im Euro-Wert. 10 Euro, 100 Euro, 1 Euro, 1000 Euro, 1,5 Euro, 10 Cent. 5, 10, 1. Also wenn das jeden Tag komplett entleert wird und aufgemacht wird, die modernsten Smartphones ziehen 1 Euro Strom über das gesamte Jahr. Immer unter der Bedingung total leer, total rauf. Also Maximalnutzung sozusagen. Und das, was am meisten zieht, ist der Bildschirm. 90% geht über den Bildschirm rauf. Das heißt also, die Digitalisierung an sich, das ist nicht der Punkt. Die Menge der Digitalisierung weltweit, das ist der Punkt. Und das, was, haben wir auch gestern gelernt, das, was noch hinten angehalten wird, es wird bei einer Anfrage eben auch noch das Nutzerverhalten abgefragt, diese berühmte Big Data, das Wort kommt gleich bei mir nochmal. Es werden also Nutzerfragen auch hinten angehalten. Also es wird nicht nur gespeichert, dass Sie jetzt meinetwegen sagen, Vortrag Digitales Heidelberg oder Digitalität Heidelberg, dass Sie da googeln, wann das ist, sondern auch wer googelt, zu welchem Zeitpunkt und was er vorne dran gemacht hat und hinten dran gemacht hat. Auch das wird gespeichert und das sind Mengen, die weit darüber hinausgehen und das System belasten. Also der hohe Aufwand der Rechner- und Serverstrukturen, der spielt für die Digitalität der Mobilisierung keine Rolle. Im Vergleich zu den Energieverbrauchen der Mobilisierung an sich. Die sind im Vergleich so gigantisch. Ein Kilometer ist ein Vielfaches, das man fährt, ein Vielfaches dessen, was damit eine Abfrage gemacht wird. Jetzt kommt es bei den Ressourcen. Da wird es schon noch ein bisschen schwerer, denn die digitale Mobilität hat insgesamt ein, das ist der dritte Punkt der Chancen, der Versprechen. Alle digitalen Ausstattung der Fahrzeuge verbrauchen Energie, ihre Herstellung ist sicherlich ressourcenintensiv. Das Handy ist sicherlich, was den Energieverbrauch betrifft, gering, das haben wir eben gehört. Aber was die Rohstoffe, die Materialien betrifft, problematisch. Da sind viele seltene Erden, also seltene Elemente drin, die sehr teuer sind und die man eigentlich rezyklieren musste. Und wenn man dann sieht, der zweite Punkt, dass die Digitalisierung hohe Innovationssprünge aufweist, somit kurze Produktzyklen, also oft auf gut Deutsch oft Wegwerfprodukte sind, dann sieht man, was das für ein Ausmaß annehmen kann. Bisher ist das meines Wissens noch nicht berechnet worden. Ich habe nur gefunden, dass es mehrere Studien gibt, die solche Dinge zukünftig betrachten wollen. Da helfen sicherlich gesetzliche Auflagen zum verbesserten Recycling,
zum modularen Aufbau der Systeme, zum besseren Austausch veralteter Komponenten. Auch dann ergibt sich ein höherer Ressourcenverbrauch, wenn neue Systeme zusätzlich in den Markt kommen. Das ist klar. Kommen sie zusätzlich in den Markt und ersetzen sie nicht die alten, sondern werden zusätzlich eingeführt, ist natürlich klar, sind damit mehr Ressourcen. Schließlich der Begriff Rebound. Und jetzt kommen wir so allmählich zum Ende, weil wir allmählich auch zu den Risiken kommen. Was ist Rebound? Rebound ist, ich nehme ein Beispiel, ohne den Begriff zu erklären. Als die Fernseher abgeschafft wurden, die konventionellen Röhrenfernseher, die richtige, schöne, warme Kisten waren, weil sie viel Energie gezogen und das in die Umwelt abgegeben haben, Verbräuche meinetwegen 200 Watt pro Stunde oder so irgendwas, als die abgeschafft wurden und die neuen LEDs kamen, waren die ersten LEDs so groß und die hatten nur ein Zehntel Energieverbrauch davon. Jeder hat gesagt, prima, mit den LED-Fernsehern schaffen wir es doch eindeutig, Strom im Haushalt zu sparen. Was haben wir heute? Wir haben stromsparende Energiefernseher bei dieser Größe. Ja? Aber natürlich hat jeder so ein Ding, nicht jeder, aber sehr viel. Das heißt also, die Größe des Systems, die Energieeinsparung hat ermöglicht, dass gleichzeitig die Systeme in ihrer Größe extrem zugenommen haben und unterm Strich das wieder aufgefressen wurde. Nennen wir Rebound, und das ist genauso auch zu erwarten oder zu befürchten. Beides. Beim Verkehr. Wenn Sie also Fahrzeuge von der Straße nehmen, weil viele Leute mitfahren, weil viele Leute ein Sharing-Auto haben und keinen Parkplatz mehr haben, keinen Parkplatz mehr nutzen, dann machen Sie in der Weststadt, geben Sie mehr Parkplätze frei. Die werden möglicherweise von anderen aufgefüllt, die bisher sich nicht getraut haben, weil es ja kein Parkplatz war, ein Auto zu haben. Oder die deswegen bisher nicht das Auto genutzt haben, weil die Straßen so voll waren. Das heißt, bei uns in der Verkehrswissenschaft war immer so, Verkehr wird neuen, also leere Straßen erzeugen neuen Verkehr. Das war immer so. In dem Moment, wenn man irgendwo Verkehr wegnimmt und die Straße frei macht, wird er durch andere aufgefüllt werden. Sei es neue Verkehre, sei es Umwegverkehre, je nachdem, das weiß man nicht. Das heißt also, es ist immer zu befürchten, dass es Rebound-Effekte gibt. Kann man eigentlich nichts dagegen machen als Gesellschaft. Und schließlich eine Randbemerkung. Wir waren es vorhin mit den Päckchen, Sie sagten 1600 oder wie viel? 1200. Oh, habe ich schon wieder übertrieben, also 1200, aber auch eine Menge, wird täglich in der Altstadt ausgeliefert, E-Commerce. Man ist sich ja nicht sicher, was würde der Kunde sonst machen? Der Kunde würde möglicherweise von Handschuhsheim mit dem Auto in die Stadt fahren, sein Buch in der Stadt kaufen und dann wieder zurückfahren. Dann sage ich mir, wenn er das bei Amazon bestellt, ist es günstiger. Denn in die Stadt wird es ja auch geliefert. Also jetzt immer unter Energieaspekten. Ja? Die Stadt wird es ja auch geliefert und dann würde er mit seinem Auto hin und her gondeln von Handschuhsheim in die Stadt. Das ist besser, wenn der Lieferdienst, der 20 auf seiner Route oder 50 oder 100 oder 1200 alle zusammen, dann ausliefert, wenn der das macht. Aber normalerweise fährt man natürlich nicht in die Stadt mit dem Auto, um ein Buch zu kaufen, da fährt das und das und das und das und drei Kästen Sprudel oder sonst irgendwas. Oder man nimmt Fahrrad und beim Buch kann man sogar vielleicht sogar mit der Straßenbahn zufügen. Also Sie sehen daran, wie schwer es ist, einen zusätzlichen Verkehr durch E-Commerce abzuschätzen. Der hängt unwahrscheinlich vom Benehmen der Menschen ab. Das ist nicht so vorhersehbar. Also es kann gut sein, E-Commerce, es kann aber in vielen Fällen auch schlecht sein, wenn eben zusätzliche Lieferverkehre das machen, das auffüllen und diese Verkehre erzeugen, die bisher nicht da waren. Bisher erleben wir es meistens als schlecht, weil die auch dann noch die Fahrradwege verstopfen mit ihren Parcel-Services. Wenn ich also von Handschuhsheim in die Stadt vormittags fahre, meistens so gegen 10 oder 11, dann habe ich auf dem gesamten Radweg für den Handschuhsheim und der Innenstadt ungefähr drei, fast täglich kann man die schon zählen, drei verschiedene Gepäckchen ausliefern. Von jeder Firma einer, irgendwann kommt er und blockiert den Fahrradweg. Ich darf also entweder über so einen schmalen Fußgängerstreifen oder meistens auf der Straße dann vorbeifahren. Also das ist natürlich eine unangenehme Sache, die wir alle nicht mögen und die auch natürlich energetisch vielleicht nicht so sinnvoll ist. Die Resilienz, wieder so ein Fremdwort, aber das hat einer geprägt, ich sage Ihnen gleich noch mehr. Die Widerstandsfähigkeit. Jetzt sind wir bei den Problemen. Und das sind die beiden dicksten Hämmer und das sind die beiden letzten Folien. Ein zusammenfassender noch, also die drei letzten. Ein digitales System ist komplex.
Die Soft- und die Hardware ist wahnsinnig komplex. Sie hängt von der Internetverbindung ab, sie ist störanfällig. Ist die Internet nicht funktionabel, dann funktioniert die Kiste nicht. Mein Sohn wollte vorgestern sich in Berlin so einen Roller holen, klappte nicht, weil in dem Moment das Netz nicht verfügbar war. Also er konnte ihn nicht freischalten, weil das alles über das Internet geht. Software hängt sich auf, dass das hier noch nicht passiert ist, okay. Aber Sie kennen das selbst, das Smartphone hängt sich auf, das Smartphone macht nichts, man müsste den Fallstart machen, Reset oder wie die Dinger sich nennen. Hat Fehler, sie erkennt falsch oder zu spät. Das Fahrzeug lässt sich nicht nutzen, hatte ich schon gesagt, wichtige Funktionen fallen aus. Das kann passieren, in Anführungszeichen freiwillig, weil das System so anfällig ist. Das kann natürlich erst recht passieren, wenn das jemand gezielt und böswillig macht. Digitale Systeme können manipuliert werden. Das weiß jeder aufgrund der vielen Spam-Mails oder sonstiger Mails, die er bekommt, aufgrund dessen, was er in der Zeitung liest. Es können erpresserische, kriminelle Hackerangriffe sein, bis hin zur digitalen Kriegsführung. Wenn das Beispiel stimmt, was ich mal gelesen habe, dann war damals bei den Atomaufbereitungen im Iran angeblich eine Software des Mossad, die verhindert hat, dass die Zentrifugen richtig funktioniert haben und die deswegen die Anreicherung nicht haben stattfinden lassen. Eine Form der, in dem Fall, militärischen oder kriminellen, ist egal, wie man es nennt, jedenfalls eines Hackerangriffs auf ein System. Systeme, die mit dem Internet verbunden sind, Systeme, die digital sind, sind anfällig. Das wissen wir alle aus der täglichen Erfahrung. Wir noch weniger. Die Überweisung per Online klappt ja meistens, aber dennoch, wir wissen aufgrund der vielen Berichte, die in den Medien stehen, was da ist. Und schließlich die Rechtsfrage. Alle digitalisierten Systeme erzeugen richtige Datenmengen, und zwar riesige Datenmengen über den Nutzer, die in der Cloud gespeichert werden. Bei der Mobilität ist Geotracking Aufenthaltszeiten, Verkehrsfahrten. Jetzt kommt ein Ansatz, der schon fast die Diskussion ist. Diese Daten würden angesichts der Datenfülle aus sonstigen Lebenssphären nicht mehr von besonderer Bedeutung sein. Wer weiß, dass er sonst im Netz für Spuren hinterlässt, wenn er mit Freunden kommuniziert, wenn er Bilder teilt, wenn er Bilder hochlädt, wenn er allgemeine Kommunikation hat, wenn er im Netz recherchiert, sollte das erste heißen, wenn er persönliche oder medizinische Daten austauscht. Vorlieben können erkannt werden, Konsumgemöglichkeiten so und so. Alles das wird im Internet registriert in den Clouds. Das heißt also, der Vorrat der Daten, die prinzipiell über jeden einzelnen von uns da ist, ist immens. Es ist nur die Frage, wer ihn zu welchem Zweck wann zusammenführt. Wir haben gestern von dem SAS-Wissenschaftler oder egal, von dem SAS-Vertreter gehört, wie viele Möglichkeiten es gibt, das über Mechanismen schon auszuwerten, die berühmten Algorithmen und was man damit machen kann. Das heißt also, jeder hinterlässt wahnsinnige Spuren und das ist natürlich angesichts der Datenfülle gegenüber dem Verkehr eine Menge, die wahrscheinlich sehr viel größer ist. Man macht die Frage, ist der Verkehr das Problem oder ist er nur ein Teil des Big Data Problems? Das müssen wir in der Diskussion klären oder andere wenigstens. Die Weitergabe auf Recht, die Weitergabe dieser Daten widerspricht natürlich den Grundrechten, die wir haben. Sie ermöglicht Macht und Kontrolle von Firmen, Staaten, Geheimdiensten und anderen. Dieses Risiko muss gesellschaftlich angesprochen werden. Die letzte Folie, die Digitalisierung ist im vollen Gange. Es ist nicht erkennbar, wer oder was sie aufzuhalten vermag. Zu groß ist die Akzeptanz durch den Konsumenten, die Steigerung von Attraktivität und Bequemlichkeit, die für den Einzelnen vermeintlich oder real einhergeht und die den Seitenhieb auch für mich, will ich mir nicht verkneifen, vor allem bei Männern bestehende Lust auf technische Innovation. Sprich, dass die Leute wochenlang schon vorher übernachten, wenn es das nächste iPhone gibt. Zu groß ist auch der Innovationsdruck durch die Software-Giganten, die Herrscher der Big Data bleiben oder werden wollen und sich mit dem Auto neue Geschäftsfelder versprechen. Unter den Risiken der 4R, Ressourcen,
Rebound-Effekte, Resilienz und Rechtsfragen. Das waren die etwas komplizierten Begriffe, die von dem Kollegen Stefan Ramler geprägt wurden, von dem ich sehr viel habe. Den Vortrag betrifft, stechen nach meiner Meinung die grundsätzlichen Risiken. Unter diesen Risiken stechen die Risiken der Störanfälligkeit und des Big Data-Missbrauchs hervor. Gesellschaftliche, staatliche Lösungen zur Minimierung werden dringend benötigt. Vielen Dank.